Willkommen zurück zur 32. Folge des Let's Play Civilization. Wir hatten beim letzten Let's Play das Problem, dass uns aufgrund eines Fehlers das Spiel abgekackt ist. Da war irgendwie die maximale Hypertext irgendwas erreicht und jetzt schauen wir mal, ob dieser Fehler wiederkommt und wir versuchen einfach mal weiterzuspielen. Kann natürlich sein, dass der Fehler wieder auftritt und wir irgendwie nicht mehr weiterspielen können. Das wäre doof. Weil ich wollte dieses Spiel gerne schon mal zu Ende spielen. Das wäre schon ganz schön. Aber vielleicht haben wir ja Glück und es passiert gar nichts. Müssen wir noch ein bisschen wiederholen, was wir eigentlich schon gemacht haben. Das Barbarencamp hatten wir hier auch schon erledigt. Genau, und hier bei der Bewegung hatte ich, glaube ich, beim letzten Spiel darüber philosophiert, ob man jetzt Demokratie als Staatsform angehen sollte. Und wenn ja, wie man das genau machen sollte. Na, und dieses Ende der Runde haben wir, glaube ich, schon gar nicht mehr erlebt. St. Petersburg. Mal direkt mal wechseln. Jupp, wechseln. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Kohlekraftwerke noch geändert hatte. Da werde ich gleich mal nachgucken. Ja, hatte ich offensichtlich nicht, weil hier das Kohlekraftwerk gerade fertig geworden ist. Jetzt muss ich hier das Solar Plant nochmal bauen. Halle ist auch Disorder. In der Halle. In der Halle und hier irgendwo im Süden, genau in St. Petersburg. Ja. Und in Nürnberg, genau, da können wir das noch ändern. Da besteht jetzt noch die Möglichkeit, das zu ändern. Halt. No, we'll reconsider. Genau, wir waren schon fertig damit. Also die U-Bahn als nächstes. So, und auch dieses Frachtschiff kann da hochfahren. Und auch bei denen ist es hier nicht anders. Denn es ist hier ja inzwischen alles aufgeklärt. Außer vielleicht dieser kleine Zipfel, aber da ist, glaube ich, dieses Boot hin unterwegs. Wobei das aber auch unsinnig ist, weil das Boot ist ja relativ nah bei Dover. Da kann ja das Boot von unten hinfahren. Das macht doch viel mehr Sinn. Jetzt müssen erstmal die Arbeiter hier zum Zug kommen. Die erfreulicherweise sehr damit beschäftigt sind, die die Railroad auszubauen. Das finde ich sehr gut. Und ich glaube, ich habe auf dieser Einheit relativ viel Ko Transportkapazität. Und zwar 8. Das ist viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Und dann sind immer noch Plätze frei. Kann ich gleich mal noch mehr Einheiten abholen. Hier zum Beispiel aus Warwick. Ist auch schon wieder die Runde zu Ende. Das finde ich ein bisschen doof, weil eigentlich hätte ich gerne noch die Einheiten eingeladen. Aber so vergeht wenigstens die Zeit reichlich schneller. Wenn wir nicht so viele Einheiten durch die Gegend schubsen müssen. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was jetzt hier fertig wurde. Wahrscheinlich die Universität oder so.
überall Cultural Influence Expanding, das ist sehr schön. Disorder and Pointers und Trier. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Fluch der Eisenbahn ist es ja, dass die Eisenbahn selbst auch wieder Pollution erzeugt. So glaube ich zumindest. Oh, und die Engländer sind wieder fleißig am expandieren. Ja, dann macht mal. Schon die zweite Stadt gebaut. Oh, und Hamm hat einen Autobahnring. Minsk. Minsk und Trier. Anscheinend. So, wo ist Trier? Doch in der neuen Welt. Wenn es nicht hier ist, dann müsste es eigentlich in der neuen Welt sein. Na klar, hier unten. Hier fehlt definitiv noch Verteidigungseinheiten. Von daher ist es sehr sinnvoll, dass diese Einheiten hier rüber geschickt werden. Mit dem Boot. So. Direkt auf nach drüben. Hier sieht es ganz gut aus mit der Verteidigung. Jupp. Aber hier wird nicht so viel passieren, genauso wie hier. Aber hier sind nur Krieger, das ist natürlich auch äußerst schlecht. Da sollten wir doch nochmal einen kleinen Zwischenstopp machen. Du kannst sie befestigen. Ja, ansonsten können wir anderen einzelnen Einheiten mal darüber schicken. Brauchen keine zwei rumstehen in den Orten. Aber es ist auch gar nicht so viel. Alle nach Dover. Dover wird der Verschiffungsplatz. Ist ja tatsächlich so ein bisschen der Verschiffungsplatz, von daher ist die Analogie auch ganz schön. Die Verbindung zwischen dem europäischen Festland und der britischen Insel. Ja. Ist alles fertig. Gut, dann machen wir mal hier die Geschichte mit dem Helikopter. Probieren wir mal aus. In München ist viel Chaos. Da ist so viel Pollution. Ja, ich weiß hier gar nicht mehr, was ich bauen soll. Könnt ihr jetzt so Sachen wie Kolosseum bauen, damit ich mehr zufriedene Menschen habe, aber ich weiß nicht, ob mir das wirklich was bringt. Weil es kostet halt auch einen Haufen Geld. Tempel und Kolosseum und sowas. Na, ich mach das mal trotzdem. Weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich sonst noch bauen soll. Library.
Pointers ist wieder. Sind wieder die Unruhen ausgebrochen? Ja, ist alles so schön blau hier auf meinem Kontinent. Das ist richtig schön anzusehen. Ist ja auch die Lücken schon alle geschlossen. Hier noch nicht so richtig, weil noch nicht überall Bibliotheken gebaut sind. Aber das ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Kann ich zum Beispiel hurryen. Genauso wie in Canterbury ich hurryen kann. Und in Liverpool mache ich auch direkt Cambridge. Cambridge keine Bibliothek, das ist ja unvorstellbar. Cambridge muss selbstverständlich eine Bibliothek haben. Exeter könnte ich auch mal hurryen machen. Jetzt kann ich halt sowieso nicht mehr weiter wachsen. In Birmingham. Da klappt es einfach nicht. Da bräuchte ich nämlich einfach noch mehr Einwohner. Ja, solange es noch möglich ist, drücke ich hier noch drauf. Ich glaube, so ein paar Runden kann ich schon noch bei Staatsform Kommunismus bleiben. Geht's auch schon nicht mehr weiter. Nochmal auf den Inseln. Wie sieht's hier aus in Eberswalde? Ja, klar. Die ist ja gerade erst gebaut, die Stadt. Kann ja noch gar nicht so weit sein. Hier fehlen auch einfach noch die Siedler. Auch mal auf den Hurry-Knopf drücken. Gut. Lass ich die Runde mal wieder umgehen. Hier noch einiges zu tun, umzuschalten. Da ist die Factory fertig. Ah ja, ich habe ja noch ein paar Disorder vergessen zu beheben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe eigentlich nicht. Vielleicht habe ich es ja doch behoben. Pointers, nee, habe ich nicht behoben. Da ist das Hospital fertig.
Da auch. Geht's also flott voran. Beziehungsweise flott weiter. Bei dem Wachstum kann ich ja auch direkt das Hospital ansteuern. Ja, und ich könnte tatsächlich noch ein paar mehr Arbeiter brauchen. Vielleicht sollte ich auch das in München bauen. Noch mehr Arbeiter. Dann muss ich da nicht irgendwie sinnlos ein Kolosseum bauen. Einfach nur aus Gründen. Recycling ist fertig. Naja gut, jetzt habe ich noch was anderes, was ich bauen kann. Und zwar das Recycling Center, was ja die Pollution senkt. Und wobei es jetzt hier auch direkt weitergeht. Nach Fibers, wo ich dann Modern Armor bauen kann. Sehr gut. Fast alles automatisiert. Umso kürzer sind die Gelegenheiten, hier nochmal die Disorder zu beheben. Irgendwo in irgendeiner anderen Stadt war noch was. Nur in welcher nur? Sieht alles ganz friedlich aus. Welcher Ort war das jetzt, wo ich aus Verzweiflung... Gut, ich guck mal beim Berater. Aus Verzweiflung Kolosseum eingestellt habe. Oder Tempel? Nürnberg war das. Nürnberg war doch auch hier irgendwo in der Nähe. Regensburg, Hamburg. Chaka Chaka. Crow Zero. Hier brauchst du auch Arbeiter. Wenn das hier einfach ausgebaut wäre, dann könnten die weiter wachsen. Nürnberg, wo bist du? Das war doch direkt hier. Gab's da irgendwie dieses... Nee, das ist das Gitter? Feind oder so? Kann hier doch bestimmt auch irgendwie Orte suchen. Wo zur Hölle liegt Nürnberg? Ich habe zu viele Städte. Ich finde meine Städte nicht mehr. Da ist auch Nürnberg. Genau. Und hier baue ich das Recycling Center stattdessen. Und dann ist die Runde auch schon wieder ratzfatz um.
Reim am Discord-Haus zerstört, das ist total uncool. Düsseldorf. Hier würde ich direkt noch mal so einen Trooper bauen. Paratrooper. Gucken, wie das so zusammenspielt. Jetzt sei die. Lass die Runde noch nicht zu Ende sein. Bitte. Jetzt muss ich da gleich ein Häkchen machen, dass ich die Runde zu Ende klicken muss. Das bietet sich sowieso immer an. Dass man vor Ende der Runde nochmal klicken muss. Ja, die Runde ist zu Ende, verdammt. Das ist ganz schön scheiße. Boah, noch mehr Pollution. Bricht so langsam überall die Disorder aus. Ich muss als erstes hier nochmal bei Preferences, glaube ich. Ja. Gibt's das gar nicht mehr? Dieses am Ende der Runde nochmal Enter drücken? Anscheinend nicht, sonst hätte ich das doch bestimmt hier generell eingestellt. Ja, das ist ganz schön doof. Es sind doch noch so einige Orte. Im Reim. Dass sie hier das Courthouse abgerissen haben. Das ist ja mal ein Riesenfail. Die wütenden Horden. Ja, ist aber nachvollziehbar, was man da zuerst einreißt. Die Polizeistation oder das Gerichtsgebäude. Ja, Vladivostok auch. Gut. Da ist alles in Butter. Oh, da wurde noch mal schnell eine Stadt gebaut. Interessant. Sehr gut. Und hier warte ich noch auf den Jet. Zumindest dieser der Hubschrauber ist quasi so mein Rundenende. Das kann ich mir so merken. Wenn der Hubschrauber, wenn ich da auf Space klicken muss, dann ist die Runde zu Ende. Und bevor ich das tue, muss ich noch gucken, ob noch irgendwo Disorder ist. Oh, eine Runde jetzt scheinbar ohne Disorder. Ach nee, die Einheit ist einfach angekommen.
Wo sind gerade Römer angekommen? Eine russische Stadt. Und hier drüben in, genau, in Gelsenkirchen. Und eine russische Stadt. Yep. Gut gemerkt. Und irgendwo haben sich hier gerade Römer abgesetzt. Ach, hier. Da wollen die noch eine Stadt bauen. Die sind ja krass drauf. Na gut, ein bisschen Platz ist ja da noch. Sollen sie es machen? Die kann ich erstmal noch befestigen. Ab aufs Boot. Jetzt kann ich nochmal gucken, wie lange brauche ich. Hier noch eine Runde. Das ist doch gut. Kann ich hier jetzt was anderes bauen? Und zwar das, was sowieso schon ansteht. Du erkundest die letzten schwarzen Flecken auf der Karte. Obwohl man ja eigentlich weiße Flecken auf der Karte sagt. Was ist a Recon Zone? Kann ich hier noch eine neue Base einstellen, die so weit weg ist wie das... Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit. Obwohl, das ist gar nicht. Die kann ich irgendwie ganz weit weg einstellen, komischerweise. Selbst nach Potsdam kann ich den schicken. Ja gut, du wartest noch, bis der Paratrooper fertig ist. Du kannst den ja dann vielleicht mitnehmen. Ist ja so ein Hubschrauber dazu da, super schnell Einheiten zu verlegen. Innerhalb von einer Runde oder so. Da ist das Transit System fertig. Recycling Center. Ja, und wenn Recycling gebaut ist, dann geht es auch mit der Pollution wieder ein bisschen runter. Rostov. Wieder eine russische Stadt. Wo es Unruhen gibt. Das mit der Infanterie kann ich mal lassen. Die Stadt gerade nicht wächst. Wäre jetzt doch erstmal wichtiger. Keine, die Einheiten schicke ich hier gerade rüber. So, und du kommst hier auch noch aufs Schiff und dann könnte ich diese Flotte mal in Bewegung setzen. Irgendwie, ja, hier so nahe der Inseln oder so. Vielleicht mal hier hinstellen oder sowas. Der ist jetzt auch fertig. Paratrooper. Load. Es hat geklappt. Irgendwohin wurde sie aufgeladen, die Einheit. Irgendwo drauf wurde sie geladen. Sehr schön. Und hier kann ich jetzt mal eine Kavallerie absetzen.
Genau, und es sieht danach aus, als wenn sie hier aufgeladen wäre. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Select Landing Zone. Nee. Jetzt klappt das nicht. Doch, Rebase. Zack. Wow. Quasi instant rübergeschickt. Runter mit zwei Kavallerien. Und du fährst weiter nach Kiel. Hier wird eine Universität gebaut. Ja, Nürnberg hat jetzt alles gebaut, was es bauen kann. Vorerst, Police Station bringt ja nichts. Deshalb baue ich jetzt hier mal so einen Siedler, um noch die letzten weißen Flecken hier auf der Karte quasi mit Städten zu besiedeln. Ist die Universität fertig? Ja, obwohl. Wird auch nicht lange dauern, bis hier sich die Stadt wieder vergrößert. Schätze ich mal. So, und jetzt kann ich auch Modern Armor bauen, obwohl ich das noch nicht bauen möchte. So, und in die Richtung wäre es natürlich auch sinnvoll. Hier gibt es Research Lab und SETI-Programm und die Mech Infantry Offshore-Plattform ermöglicht Schilde zu produzieren auf dem Wasser. Das ist auch ein cooles Feature. Das ist auch ein super Feature. Ja. Sollte ich auf jeden Fall angehen. Also ab in diese Richtung forschen. Civil Disorder in Grozny. Wenn das die einzigen sind. Ja, wie viel Load Capacity haben die hier eigentlich? Die Caravelle 3. 1, 2, 3. Und rüber mit euch. Am besten erstmal nur nach hier, damit die Städte noch stärker verteidigt sind. Ja, und jetzt ist ja die ganze Weltkarte aufgedeckt. Kann ich das auch hier hochschicken? Das Boot. Und so konnte ich jetzt hier auch super schnell eine Einheit rüber verlegen nach Potsdam. Das ist auch eine coole Nummer. Das könnte ich vielleicht direkt mal ausprobieren, aber ich bin mir ein bisschen unsicher. Nee, ich verlege mal diese Einheit hier nach New Lyon und probiere das mit den Engländern mal aus. Da kann ja nichts passieren. Ab nach Halle mit dir. Die Einheit da stationiere, dann ist das ja schon die Lösung des Problems.
Disorder in London, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, Nürnberg hat schon den Siedler gebaut. Dann werde ich jetzt da noch einen Arbeiter bauen. So wie ich das sehe, wird es hier auch relativ fix in anderen Städten soweit sein. Dass die da soweit mit allem fertig sind. Könnte ich Düsseldorf. Könnte ich natürlich glatt. Nee, Düsseldorf war das nicht. Tja, kein Plan. Irgendwo hatte ich Unruhen. Hier habe ich Unruhen in London, das war richtig. Solange es noch geht, die Möglichkeit nutzen. Die sind noch nicht so weit, die Orte. Hier kann ich mal auf die Pauke hauen, damit es schneller geht. Auch hier ist das sinnvoll. Auch. Ah, Neu-London. London und Neu-London gleichzeitig quasi. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen auf diese Städte hier. Wäre es ja cool, wenn hier mal ein paar Siedler hochkämen und da zur Unterstützung, ein paar Arbeiter hochkämen und da zur Unterstützung gehen würden. Vielleicht könnte ich die auch mit so einem Hubschrauber darüber transferieren. Ja, wo kann man denn hier noch siedeln? Beziehungsweise muss man zum Teil auch, damit sich da keiner... keine Barbaren ansiedeln. Hier ist auf jeden Fall noch diese Lücke. Ich denke, da sollte man noch eine Stadt bauen. Kommt man noch ans Eisen? Die Stadt kann natürlich nicht wachsen, die hier gebaut wird, aber... aber naja. Recon Zone. Airdrop Landing Zone. Jetzt mal gemacht. Mal gucken, ob das irgendwas auf sich hat. Ganz bestimmt. Disorder in Minsk. Da ist die Modern Armor. Ein schöner, fetter Panzer. Und in Coventry.
Wobei wir hier natürlich durchaus mal sowas wie ja, moderne Infanterie wäre natürlich nicht schlecht. Müssen wir noch kurz warten. Dann baue einfach noch mehr Worker. Hannover. Birmingham. Rostov. Sind hier schon wieder fünf Städte, wenn ich richtig gezählt habe. Sechs mit Trier. Okay, richtig krass. Richtig viel Disorder. Aber wenn man viele Städte hat, dann hat man auch viel mit Disorder zu tun. Das ist leider so. Dabei will ich doch für alle nur das Beste. Aber, ich liebe euch doch alle. Gut, gut. Ah, hier auch. Ein Bomber, na toll. Der war doch gar nicht geplant, wieder mal. Wo ist denn hier der Flugzeugträger? Der ist bestimmt schon irgendwo über alle Berge. Ja. Immer gar nicht mehr hinterher. Vielleicht doch noch. Mal schauen. Was wird da jetzt gebaut? Noch ein Bomber, auf keinen Fall. Recycling Center wäre mal eine nette Idee. Die wuseln hier irgendwie rum, aber also an manchen Stellen, wo ich mir halt Arbeiter wünschen würde, da sind sie dann nicht. Ja, hier ist alles voll, das ist gar nicht so übel. Die Frage, könnte ich fast zwei absetzen? Anstatt sind ja hier schon relativ gut versorgt. Ja. Ich helfe euch da und knall die Bösewichte ab. So, das ist auch cool. Jetzt ist hier automatisch quasi schon überall die Hydro Plant gebaut. Glaube ich. So, muss ich mal schauen, was ich hier als nächstes baue. Factory. Thank you.
Ein weiterer Worker fertig. Kann die Stadt doch richtig klein machen hier. Universal Suffrage. Was macht das eigentlich, das Suffrage? Reduces the war. Wie, das ist ein Problem, was wir nicht haben im Kommunismus. Schauen wir mal, was wir hier als nächstes bauen. Auch eine Factory. Also in Exeter ist auch Civil Disorder. Gucken, ob ich den Bomber noch verlegen kann auf. Es ist schon zu weit. Oder der ist voll, das kann natürlich auch sein. So, er ist schlicht und einfach voll. Was wollte ich jetzt tun? Ich hab's vergessen. Na doll, ich hab's vergessen. Jetzt ist die Runde schon wieder um. Der Heli war, glaube ich, schon dran. Nicht Glück habe, war er noch nicht dran. Ah, ich glaube schon. Nee, er war noch nicht dran. Sehr schön. Hier war noch irgendwo eine Stadt, die ich noch betuddeln musste. Hier extra, genau. Sehr schön. Ja, das soll aber erstmal für dieses Let's Play, soll es für dieses Let's Play gewesen sein. Wir haben jetzt zumindest mal die Erfahrung mit dem Hubschrauber gemacht und wie man den benutzt. Und eigentlich ist es ja ein ziemlich cooles Feature, dass man quasi instant Einheiten verlegen kann. Und zwar zwei Infanterieeinheiten. Da könnte ich vielleicht auch ein paar Arbeiter instant rüberschicken. Das werde ich in der nächsten im nächsten Let's Play versuchen. Und ich versuche mir das zu merken und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.